Mitten in Berlin entsteht in einem gut etablierten Forschungsumfeld ein neues Zentrum für Hirnforschung, der Exzellenzcluster NeuroCure. NeuroCure ist ein gemeinsames Projekt der Charité-Universitätsmedizin Berlin mit der Humboldt-Universität und der Freien Universität. In enger Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen der Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft. Wir verfolgen vornehmlich zwei Ziele mit unserer Cluster-Initiative. Erstens beabsichtigen wir mithilfe der Grundlagenforschung zu einem besseren Verständnis von Hirnfunktionen beitragen zu können. Zweitens arbeiten Grundlagenwissenschaftler eng zusammen mit Ärzten der jeweiligen Kliniken, um Erkrankungen des Gehirns besser zu verstehen. Hierbei fokussieren wir uns zunächst auf neuroimmunologische und zerebrovaskuläre Erkrankungen. Darüber hinaus arbeiten wir aber auch eng zusammen mit Kinderärzten aus der Kinderklinik, um Entwicklungsstörungen des Gehirns besser zu verstehen. Diese Ziele verfolgt auch Professor Stefan Siegrist. Der Biochemiker untersucht Synapsen, die zentralen Kontaktstellen der Signalübertragung zwischen den Nervenzellen. Mithilfe von modernen lichtmikroskopischen Verfahren können die Wissenschaftler Veränderungen von Synapsen im lebenden Gewebe direkt und über längere Zeiträume beobachten. Diese kleinsten Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, Synapsen genannt, sind laufenden Veränderungen unterworfen. Ein Prozess, den wir als synaptische Plastizität bezeichnen. Wir wollen versuchen, diesen Prozess der Plastizität auf molekularem Niveau zu verstehen. Deswegen, weil zum einen die Informationsspeicherung im Gehirn auf synaptische Plastizität zurückgreift, also Lern- und Gedächtnisprozesse davon abhängig sind. Zum anderen aber auch, weil, wenn Störungen von Plastizität aufkommen während der Entwicklung, das zu massiven Krankheiten des Gehirns führen kann, zum Beispiel Autismus. Und versuchen halt hier im Kontext von NeuroCure entsprechend die molekulare Verständnis dieser Erkrankungen voranzutreiben. Dazu nutzt seine Arbeitsgruppe die Fruchtfliege Drosophila, die dem Menschen genetisch überraschend ähnlich ist. Aufgrund ihrer einfachen Organisation eignet sie sich besonders gut als Modellorganismus für die Untersuchung neurologischer Fragestellungen. Die Wissenschaftler des Exzellenzclusters NeuroCure interessieren sich jedoch nicht nur für Entwicklungsstörungen, sondern auch für entzündliche Erkrankungen des Gehirns. Die Ärztin und neu berufene Professorin Silja Lehnert arbeitet als Neurologin an der Charité. Die Wissenschaftlerin und ihr Team beschäftigen sich mit neuroimmunologischen Fragestellungen bei entzündlichen Erkrankungen des Gehirns. Wir interessieren uns vor allem für die Rolle des Immunsystems im Gehirn. Das Immunsystem ist eigentlich nützlich, weil es uns vor dem Eindringen von Bakterien, von Viren schützt. Die Aktivierung des Immunsystems kann aber auch das zentrale Nervensystem schädigen. Wir interessieren uns insbesondere für Faktoren, die zu einer solchen Schädigung führen. Zum Beispiel bei Patienten mit Multipler Sklerose, aber auch bei Patienten mit einem Schlaganfall. Und wir hoffen, dass wir mit unserer Forschung zur Entwicklung neuer therapeutischer Konzepte bei diesen Patienten beitragen können. Um die Ergebnisse der Grundlagenforschung effizienter in klinische Studien überführen zu können, wurde das klinische Forschungszentrum des Exzellenzclusters etabliert, das NeuroCure Clinical Research Center. Unsere bisherige Erfahrung hat uns gelehrt, dass translationale Medizin nicht nur als Einbahnstraße funktioniert. Das soll heißen, dass wir nicht nur grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse in klinisches Handeln überführen wollen, sondern wir müssen vielmehr von den Ärzten Projekte mitdefinieren in unseren Laboratorien. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Nicht selten erkranken Kinder an sogenannten pharmakoresistenten Formen der Epilepsie. Diese können zum Teil neurochirurgisch behandelt werden und das entnommene Hirngewebe wird dann in unseren Laboratorien untersucht, um diese Erkrankung besser zu verstehen. Die Mittel des Exzellenzclusters werden zum großen Teil zur Etablierung von 17 neuen Professuren eingesetzt. 12 haben ihre Arbeit bereits aufgenommen. Einer von ihnen ist James Pullet. Der britische Neurobiologe und andere ausländische Kollegen konnten von bedeutenden internationalen Forschungseinrichtungen abgeworben werden. Auch Christian Rosenmund ist neu im Team von NeuroCure. Der bekannte Wissenschaftler war viele Jahre am Baylor College tätig, einer renommierten Forschungseinrichtung in den USA. Wegen des attraktiven Forschungsumfelds des Berliner Exzellenzclusters ist er nach Deutschland zurückgekommen. Damit der Austausch und die Kooperation der NeuroCure-Arbeitsgruppen weiter gefördert werden, entsteht derzeit ein Forschungsneubau. Im Jahr 2011 wird der komplexe Neubau auf dem Charité-Campus in Berlin-Mitte fertiggestellt.
Auf diese Weise will der Exzellenzcluster seinem Ziel näher kommen, den Forschungsstandort Berlin zu stärken. Durch die optimale Vernetzung von Grundlagenwissenschaft und klinischer Forschung kann NeuroCure einen entscheidenden Beitrag zum besseren Verständnis neurologischer Erkrankungen leisten und neuartige Therapien für die betroffenen Patienten etablieren.